Gut gemacht, gute Arbeit, Leute. Ihr habt 1, 2 und 3 für den Test bekommen, keine 6er. Hey, Nastia, welche Note hast du bekommen? Diana, ich habe eine 1. 1, das heißt, ich kann am Wochenende spazieren gehen. Diana, und was hast du bekommen? Auch eine 1? Ich habe eine 3. Warum eine 3? Ja, Nastia, es ist fast eine 1 geworden. Leute, gut gemacht, aber in eurer Gruppe gibt's leider eine 6. Ich frage mich, wer eine 6 hat. Ich habe zum Beispiel eine 1. Leute, wer hat auch eine 1? Herr Lehrer, ich finde nicht, dass Sie sagen sollten, wer eine 6 bekommen hat. Das gehört sich nicht. Ich verstehe, was du meinst, aber diese 6 ist wirklich eine schlechte Arbeit gewesen. Diana, was ist deine Note? Stella, ich gebe dir 3 Versuche zum Raten. Eine 6? Hey, meine Familie und ich lieben Tiere sehr. Deshalb haben wir beschlossen, diesen verlassenen Zoo zu retten. Lade unser Spiel herunter, um dich um alle Tiere zu kümmern und uns zu helfen, den besten Zoo der Welt aufzubauen. Wir sehen uns im Spiel. Hallo, darf ich reinkommen? Es ist schade, aber Diana hat die 6, die Schulsprecherin einfach. Vielen Dank, Lehrer Mike. Das haben Sie echt toll gemacht. Gern geschehen, Diana. Karina, was machst du hier? Du bist doch in der 11. Klasse da. Nun, ich wurde wegen schlechten Benehmens rausgeworfen. Darf ich mich hinsetzen? Was macht Smiles Freundin hier? Verstehe ich nicht. Oh, das Letzte, was wir hier brauchen, ist ein Mädchen mit einem Schläger. Glaubst du, du bist Harlequin? Du bist eine Nummer zu groß für sie. In unserer Klasse gibt es ein lebhaftes, neues Mädchen namens Karina. Sitzt du ab jetzt neben mir? Das gefällt mir aber sehr gut. Ich mag dich nicht, Footballer. Schau nicht einmal hierher, okay? Okay, aber bitte lass mich in Ruhe. Kostja, weißt du was? Es könnte sein, dass sie dich mag so. Seid ruhig, Leute. Wir brauchen keine Leute mit schlechtem Benehmen, okay? Versteckt eure Baseballschläger. Das heutige Thema sind hier Pyramiden. Nastia, sieh sie dir an. Sie ist in unser Klassenzimmer gekommen und sie ist so frech. Sie fuchtelt mit dem Schläger herum. Diana, sie ist kein Mädchen, sie ist ein Junge. Nicht ein Junge, sondern ein Wildfang. Also Mädels, Zehen hochziehen und sagen, unsere Beine werden schlank. Unsere Beine werden schlank. Seht mal, Mädels, wir tun so viele Dinge für unsere Jungs. Und sie lieben nur hübsche Mädchen. Ja, Julie, da stimme ich dir zu. Unsere Jungs sind nicht wirklich hübsch, aber wir lieben sie trotzdem. Gigi, dein Patrick vielleicht nicht, aber mein Artchen ist groß, gut aussehend und er hat eine perfekte Haut. Mädchen, mein Artem ist so mutig. Wir gehen spazieren und ich habe nie Angst. Ich weiß, dass er mich beschützen wird. Mädels, redet nicht so viel über die Jungs. Dehnt mich lieber. Okay, Gigi. Mädels, das war's, Patrick. Das ist alles für dich. Max? Max, kaufst du uns etwas? Ich kann sehen, dass deine Beziehung zu Stella gestört ist. Ich sehe euch überhaupt nicht zusammen. Mädels, ich kann eure Milkshakes nur kaufen, wenn ihr Stella nichts davon erzählt, okay? Das werden wir nicht, Max. Oh, Max, ich hab dich schon überall gesucht. Ich muss auf jeden Fall mit dir reden. Max, kaufst du uns Milkshakes? Mädchen, jetzt nicht. Ich spreche hier gerade mit Smile, okay? Max, ich hab eine Idee. Willst du heute Abend ein Doppeldate haben? Hier in der Schule? Ich hatte gerade quasi ein Doppeldate. Diese beiden Mädchen wollen ganz nah bei mir sein. Ich drehe mich um, aber sie rufen Max, Max. Ich spreche nicht von ihnen, Max. Ich möchte eine richtige Verabredung zu zweit haben. Ich und Diana, du und Stella. Nur ich, du, Diana und Stella. Wir werden ein Doppeldate haben. Das wird richtig lustig. Aber warum in der Schule? Vielleicht sollten wir woanders hingehen oder so. Nee, wir können auch nicht zu Diana gehen oder so. Meine Eltern sind auch immer zu Hause. Es geht nicht. Wir können auch nicht zu mir nach Hause. Meine Oma läuft rund um die Uhr durch die Wohnung. Deshalb möchte ich das Date in der Schule haben. Stell dir das mal vor. Diana und ich, Stella und du, ich habe sogar den Schlafanzug und die Kerzen mitgebracht. Das wird richtig cool. Smile, denkst du, Diana wird zustimmen? Diana wird definitiv zustimmen. Aber bei Stella bin ich mir nicht so sicher. Mary, das ist meine Chance. Ich will mit Max im Pyjama sein, statt mit Stella. Das wird mir auch gefallen. Wir müssen Pyjamas finden. Max, erzähl Stella nichts von einem romantischen Date. Du gibst ihr so einen Tipp, damit es eine Überraschung wird. Ich werde Diana auch einen Tipp geben, ja? Ja, ich werde nichts verraten, nur andeuten, okay? Ja, okay, komm, gehen wir. Blondie, hör mal, deine Schülerin Karina war in unserem Klassenzimmer. Und warum? Die Lehrerin hat ja gesagt, sie solle wegen schlechten Benehmens raus. Ja, aber warum in unser Klassenzimmer? Blondie, ich werde mit Diana ein paar Worte wechseln. Ist das okay, ja? Wohin gehst du? Blondie, ich bin gleich wieder da. Nur ein paar Worte. Ich habe genug von Smile. Wann werden sie sich trennen? Blondie, ja. Hör zu, Baby, ich habe eine Überraschung für dich. Wow, eine Überraschung. Super. Also geh nach der Schule nicht sofort nach Hause, sondern bleib hier. Okay, Smile, ich bleibe.
Und was ist die Überraschung? Du wirst beeindruckt sein. Okay, gut. Ich muss ins Café gehen. Okay. Hör zu, Eis. Kannst du Stella und mir ein paar Sandwiches und einen doppelten Milchkaffee auf Kredit geben? Wir sind gerade knapp bei Kasse. Ja? Ich gebe dir später das Geld. Ja, und ich auch. Ich habe gerade mein ganzes Geld für die Woche ausgegeben, weißt du? Nastja, frag doch sowas nicht. Natürlich werde ich meiner Freundin und ihrer Freundin sowas ausleihen. Nur eine Sekunde, okay? Vielen Dank, Eis. Weißt du, mein Freund ist so süß. Ich wünschte, ich hätte auch so einen wie ihn. Stella, hi, können wir reden? Was willst du von mir, Max? Ich will nur kurz reden, okay? Du hast eine Minute Zeit, okay? Okay. Nastja, wo ist deine Freundin? Soll ich ihr einen Milchkaffee machen oder ist sie schon weg? Dein Freund hat sie gestohlen. Diana, warum hast du so lange mit ihm gesprochen? Blondie, ich erzähle es dir jetzt, okay? Und du willst mir länger aus dem Weg gehen? Sag mal, würdest du für mich ein Eis kaufen? Ja, natürlich. Eis, ein Eis bitte. Beruhige dich, Blondie. Wie meinst du das? Was für eine Überraschung. Blondie, ich wusste nicht, dass er eine Überraschung für mich vorbereitet hat. Ist das meine Schuld? Wie? Blondie, entschuldige bitte. Wie bitte? Was ist das für eine Überraschung? Blondie, es ist nicht meine Schuld, dass er eine Überraschung für mich vorbereitet hat. Du hast versprochen, dass wir zusammen nach Hause gehen. Blondie, er ist mein Freund und er hat mich gebeten, nach der Schule zu bleiben. Morgen gehen wir gemeinsam nach Hause, okay? Weißt du, Diana, ich habe keinen Freund und ich bin glücklich. Du brauchst kein Smile. Blondie, ich liebe dich wie meine beste Freundin, aber das ist echt zu viel. Du solltest mir nicht vorschreiben, ob ich mit Smile ausgehe oder nicht. Morgen gehen wir gemeinsam nach Hause. Ist das okay? Sei nicht verärgert. Okay. Max, was für eine Überraschung. Jetzt magst du mich wieder, seit du von der Überraschung erfahren hast? Max, ich bin ein Mädchen. Ich mag Überraschungen. Warum soll ich nach der Schule bleiben? Weil ich eine Überraschung vorbereitet habe. Bleibst du dann hier in der Schule oder nicht? Natürlich werde ich das. Warum sind wir hier, Journalistin Leila? Warum sind wir hier, Journalistin Leila? Hört zu, Mädels. Bald ist Halloween. Ich warne euch, niemand sollte ein Hexenkostüm anziehen. Denn ich werde dieses Kostüm tragen, okay? Oh, Leila, ich würde niemals ein Hexenkostüm tragen. Ich werde eine Untote sein. Und ich werde der Eismann sein. Oh, Mädchen, das ist so altmodisch. Ich gehe als Zombie. Mädchen, ich habe euch gewarnt. Sagt euren Jungs, dass sie keine Hexenmeister sein können, okay? Ja. Mädchen, sie ist eine echte Hexe. Du hast recht. Warum sollen wir diesen Pyjama anziehen? Hey Mary, warum denn nicht? Wir ziehen den Schlafanzug an und warten auf Max und Smile. Sie werden kommen und denken, wir sind Diana und Stella. Verstehst du? Genau, und wir werden ein romantisches Date mit ihnen haben. Genau. Mit wem wirst du ausgehen? Ich? Ich denke mit Smile. Dann treffe ich mich mit Max. Oh Mann, wo ist Max denn jetzt schon wieder? Mann, man kann unmöglich was mit ihm machen. Mann. Oh, Smile, bin ich zu spät oder so? Bin ich zu spät oder so? Wo bist du gewesen? Ich hab doch gesagt, du sollst dich beeilen. Das war Stella. Sie hat die ganze Zeit gefragt, was es für eine Überraschung ist. Okay, gehen wir. Max, schau mal, was für Geschenke ich für sie habe. Wofür entscheidest du dich? Für den Teddybär oder das Kaninchen? Das ist mir egal, Smile. Okay, dann nimmst du den Teddybär und ich nehme das Kaninchen. Und siehst du, das Wichtigste, ich habe einige Duftkerzen gekauft hier. Super, das wird Stella nicht gefallen. Was? Wird das Stella nicht gefallen? Weißt du, was ich ihr sagen werde? Weißt du, wie viele Mädchen mit dir ausgehen und in ihre Haut stecken wollen, Max? Ja, ich bin ein cooler Typ. Bestimmt wollen viele Mädchen mit mir zusammen sein, oder? Okay, Max, aber wenn jetzt alle die Schule verlassen haben, dann werden wir das beste Doppeldate aller Zeiten haben. Diana, kommst du mit nach Hause? Nein, Lehrer Mike hat Stella und mich gebeten zu bleiben. Er möchte uns etwas fragen. Ja, er hat uns gebeten zu bleiben. Er möchte uns etwas fragen. Mädchen, geht es euch gut? Ihr seid irgendwie komisch. Okay, tschüss dann. Diana, werden wir morgen zusammen nach Hause gehen? Ja, Blondie, ich habe es dir versprochen. Okay, tschüss, Blondie. Diana, Smile ist ein Trottel. Blondie, wir haben darüber geredet. Diana, worauf wartest du noch? Max hat eine Überraschung für mich vorbereitet. Stella, Smile hat auch für mich eine Überraschung. Also Mädels, seid ihr hier geblieben? Na klar. Smile und ich haben eine Überraschung für euch, aber ihr müsst euch erst das hier anziehen. Kleidung wechseln? In den Pyjama? Sollen wir die ganze Nacht in der Schule verbringen? Wow! Okay, Smile. Aber wenn wir uns umziehen, hoffe ich, dass ihr auch eine leckere Überraschung für uns vorbereitet habt. Ich bin wirklich hungrig. Nun, Eis ist nicht im Café, also wird eine leckere Überraschung kein Problem sein. Mädels, zieht euch einfach um. Die Überraschung wartet schon auf euch, ja? Gut. Wow, das ist so cool. Sie haben eine tolle Überraschung für sie vorbereitet. Ich möchte, dass mein Freund auch solche Sachen für mich macht. Das ist gut, Mary. Wir werden uns jetzt verstecken. Sie werden kommen und sehen und wir werden herausspringen. Sie werden keine Wahl haben. Bist du sicher, Grünschopf? Werden wir ein romantisches Date mit Max und Smile haben? Mary, du bist so dumm.
Ja, wir werden ein romantisches Date mit Max und Smile haben. Verstecken wir uns jetzt. Smile, ich hab Angst. Vertraut uns, okay? Max, ich hab Angst vor der Dunkelheit. Habt keine Angst, wir passen auf euch auf, ja? Okay, wir zählen bis drei und dann öffnet ihr eure Augen. Ja. Eins, zwei, drei. Wow, Kerzen im Café. Smile, ich bin hungrig. Wir haben auch noch mehr Geschenke für euch. Was werden wir jetzt tun? Die Kerzen ansehen? Ich dachte, die Überraschung würde besser sein. Mädchen, das ist noch nicht alles. Wir haben noch einige Überraschungen für euch. Und das ist noch nicht die Hauptüberraschung. Ein Teddybär, der ist so niedlich. Wow, so süß. Vielen Dank, Smile. Und was ist die größte Überraschung? Mädels, ihr werdet so ausflippen, wenn ihr das dann sehen werdet. Wir wollen es sehen. Wir wollen es sehen. Überraschung. Smile, was ist das? Du weißt schon, Smile. Was ist das für eine Überraschung? Ich wäre besser mit Blondie nach Hause gegangen. Max, ist das deine Überraschung? Ihr zwei, was macht ihr hier? Wo habt ihr den Pyjama gefunden? Diana, ich glaube, die Basketballer haben Mary und Grünschopf zu unserem Date eingeladen. Was soll das? Ja, ich denke schon. Smile, was ist das? Ist das deine Überraschung? Haben wir ein Date mit ihnen? Das mit den beiden? Grünschopf, ich glaube, die Basketballer werden uns wegschicken. Wir haben noch nicht verloren. Los geht's. Jungs, ihr habt euren Mädchen die Geschenke gegeben und jetzt können sie gehen. Wir haben ein romantisches Date zusammen. Ja, Max, ich habe gesehen, wie du uns angeschaut hast. Ist das deine Überraschung? Haben wir ein Date mit ihnen? Smile, viel Glück. Viel Glück. Geh mit Mary aus, Max. Wow, Max, ich habe von einem weißen Teddy geträumt. Er ist so warm, so weich, genau wie du. Smile, woher weißt du, dass ich rosa Häschen mag? Mädels, ihr habt total unser Date verdorben. Versteht ihr das denn überhaupt, Mann? Unser sogenanntes Doppeldate. Leute, ich bin schockiert. Das war mein schlimmstes Date mit Smile überhaupt. Die Jungs haben uns eine solche Überraschung bereitet, dass wir nicht so schnell vergessen werden. Oh Mann, Leute, gebt diesem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt die Klingel. Bis bald. Tschüss. Komm, wir ziehen den Schlafanzug aus.